Das Melanchthonhaus. Umringt von Fachwerkhäusern, direkt neben dem alten Rathaus, bildet es die unvergleichliche Kulisse des Brettener Marktplatzes. Es ist das Gedächtnishaus des Reformators Philipp Melanchthon. Ein wahrer Schatz für die Stadt Bretten. 1497 wurde Melanchthon an der Stelle geboren, wo sich das Gedächtnishaus heute befindet. Das ursprüngliche Geburtshaus brannte ab und ein Nachfolgehaus entstand. Die Idee für das heutige Gedächtnishaus hatte der Theologe Nikolaus Müller. Er war ein großer Bewunderer von Melanchthon. Seit dem Jahr 1904 steht das Gebäude so, wie wir es heute kennen. Edle Schönheit. Nach diesem Kriterium wollte Müller das Haus errichten. Die Architektur ist durch den gotischen Stil geprägt. Auch spätviktorianische Einflüsse sind festzustellen. Sie hängen mit der Bauzeit des Hauses zusammen. Faltig verbogene Blätter, spitz auslaufende Türmchen und Kreuzblumen zieren den Giebel. Wichtig für die Fassadenkomposition ist auch der Eckerker, eine Art Außenkanzel. Eine goldene Inschrift weist darauf hin, dass das Haus neben Melanchthon auch Gott gewidmet ist. Vor allem das kostbare Buntsandstein-Quaderwerk und der ausdrucksvolle Schmuck der Fassade verleihen dem Bauwerk Wirkung und Würde. In der Gedächtnishalle befinden sich Statuen von Melanchthons Weggefährten, verzierte Kirchenfenster und Wandmalereien. Ihre ernste, ja feierliche Wirkung verdankt sie der Kreuzrippenwölbung, wie sie in hochgotischen Räumen anzutreffen ist. Ein Altar im hinteren Teil der Halle vermittelt einen kirchlichen Eindruck. Die Wandmalereien demonstrieren verschiedene Stationen aus Melanchthons Leben. Dieses Bild zeigt Melanchthon in jungen Jahren mit seiner Mutter am Marktplatzbrunnen in Bretten. Der Brunnen steht auch heute noch. Da das Melanchthonhaus auch als Museum dient, befinden sich an den Seitenwänden Tafeln mit Informationen über das Leben Melanchthons. Das Obergeschoss ist für einen Rundgang eingerichtet. Das Städtezimmer ist durch die zahlreichen Wappen an der Decke geprägt. Wappen jener Städte, zu denen Melanchthon einen persönlichen Bezug hatte. Die vergitterten Bücherschränke bilden eine Sammlung von Büchern über und von Melanchthon. Vitrinen mit alten Schriften und Bildern unterstützen den Museumscharakter des Hauses. Geht man durch die rechte Tür, befindet man sich im Humanistenzimmer. Mit dem grünen Kamin hat es den Charakter einer gemütlichen Stube. So ein Kamin befand sich auch in Melanchthons Wohnhaus in Wittenberg. Malereien am oberen Teil der Wände stellen Stationen in Melanchthons Leben dar. Außerdem zeigen sie andere Humanisten in klassischen Landschaften. Eine Tür weiter liegt das Fürstenzimmer. Die Wandbänke, die kostbar gebildeten Türen und eine Kassettendecke setzen einen anderen Akzent. Porträts zeigen Fürsten als Schutzherren der Reformation. Die zugehörigen Wappen sind im Wandbehang eingewebt. Die Vitrinen zeigen weitere Kostbarkeiten der Museumssammlung, so zum Beispiel persönlich geschriebene Briefe von Melanchthon. Das letzte Zimmer ist das Theologenzimmer. Ähnlich wie das Humanistenzimmer eine eher gemütliche Stube. Auch hier befinden sich Wandmalereien mit größtenteils christlichen Hintergründen. Das Melanchthonhaus. Ein historisches Zeugnis der Reformation. Ein Ort zum Gedenken.
ein monumentales Kunstwerk.